Na komm, das war auch einfach nicht lustig. Ich habe einfach reingeschissen, Scheiß drauf. Ich gebe zu, ich habe einfach reingeschissen. Komm, wir löschen es einfach aus dem. Lösch einfach aus dem VOD, ist nie passiert. Scheiß drauf, Bro, war nicht lustig. So, meine Fans, wir gehen in ein neues. In ein neues Bauerdeutsche Meme, was bestimmt lustig wird. Denn ich bin auf dem Thumbnail. Wer lacht, verliert. Also ich mach Ansage. Wer lacht, verliert. Real Talk. Wer lacht, verliert. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Ein Eule, what up? Ein Eule! Digga, das ist ein Adler. Du, leichte Beute. Rück durch! Du, so ein Adler. Zieh dir doch Maske an, Alter, was gibt's denn dem? Der wird jetzt gut. Nein. Nein, Allah, wer soll mich durch? Ach du. Das ist eine Pizza? Das ist eine Pizza. Oder ein Kuchen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 oh! Oh mein Gott, was tut er denn da? Stell dir vor, du bist am Zocken und auf einmal rennen Kapital und Sambo auf dich zu und geben die Pomp. Boah, Digga, Sambo haut ihm auch echt in die Fresse, ne? Guck mal, wie der mir in die Fresse haut. Guck mal, wie der zu. Der arme Digga. Die haben den richtig verprügelt. Na, wir küssen doch deine Augen, mein Bruder. Habibi, also Bruder, nein. Habibi, ich bin sowieso nicht böse, ja. Habibi. Digga, dafür zwei Tafel Schokolade, Alter. Germany in 2 hours. Schnee. Regen. Regen und Schnee. Sonne. Also Jungs, ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin und dann so vollkommen so kaputt, ich dann so mit dem Meer auf diesen Meerblick gucke ich dann so und die Sonne scheint in mein Gesicht. Dann denke ich immer wieder, keine einzige Sekunde an Deutschland. Vienna heißt übrigens Wien auf Englisch, das ist die Hauptstadt. Vienna ist Österreich. Von Schweiz. Nee, warte mal. Nee, ich distanziere mich. Stopp, das war falsch. Vienna ist die Hauptstadt von München. Oh mein Gott, ich hab so dumme Scheiße gerade gelabert. Oh mein Gott. Vienna ist der Flughafen in Österreich. Oh mein Gott. Bro, ich habe heute erfahren, dass Vienna Wiener auf Englisch heißt. Oh mein Gott, Vienna ist die Hauptstadt von München. Oh mein Gott, ich meinte Vienna ist die. Ach komm, ey. Slava, der. Ey, das ist doch gescriptet, Digga, oder? Das hat er. Maul. Oder? Was war das denn? Was ist denn da für ein Totalausfall? Das ist halt einfach Gehirnausfall, was soll ich machen? Er sagt auch, also das mit Ananas, das kaufe ich ihm auch nicht ganz ab. Ey, Ananas heißt auf Englisch doch Ananas. Ja, Digga, Ananas ist doch voll realistisch, Digga. Sagt die Trimax-Truppe. Ja. Scheiß drauf. Aber das Ding ist, das heißt, die haben ein Bild von mir, dass ich so super intelligent bin. Das gefällt mir. Leute, ich bin in der Schule und trinke heimlich Energy und ich werde jetzt meinen Crush nach Snap fragen. Hallo, darf ich deinen Snap haben? Ich hab kein Snapchat. Bro, das ist Snapchat. Okay. Also ich hab mein Snapchat gelöscht, Bruder, ich brauch dich nicht, aber Real Talk. Ich hab kein Snapchat. Ich sehe, dass das Snapchat ist. Okay, sie hat kein Snapchat. Alles klar, Bro, das war absolut Snapchat, Bro. Der Bruder wollte schon einmal romantisch sein. Der Bundeskanzler von 2070 sitzt gerade zu Hause und beleidigt Leute in einer PS4-Party. Guck mal, in diesem Moment dachte ich mir so, Digga, ich hab so richtig überlegt, guck mal, ne? Erinnert ihr euch? Ich überleg's so, warte mal. Ich hab nach rechts geguckt, ich so, warte mal. Da gab's doch mal diesen Babybell-Typen, der einfach mit Kerze, mit Dings gegessen hat. Ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, ich sag dir ehrlich. Ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, weil ich ein bisschen Angst auch hab. Weil ich dachte, nicht, dass es giftig ist oder so. Per, alles gut, Bro. Boah, das ist voll ekelhaft. Das war geistkrank ekelhaft. Ja. So, das ganze Wachs bleibt in den zahnlichen Räumen und so. Ganz komisch gefühlt. Durchfall.
Also der war aber schon relativ widerlich. Mont einfach so ein richtiger Assi. Oh, ich hab Real-Life-Durst. Ich hab von was Salziges gegessen, jetzt hab ich Durst. Was mach ich denn jetzt? Du möchtest mir erzählen, dass der Typ fragt, ob irgendwas gestellt ist. Der sagt, ich habe Durst, was mache ich denn jetzt? Dein Ernst? Sei mal ehrlich jetzt. Ja, stimmt, Rivers hat gesagt. Ja, stimmt. Sorry. Bruder, ich bin nicht dumm. Ich bin hochintelligent. Denn Ananas heißt auf Englisch Ananas. Und jeder, der was anderes sagt, ist fucking dumm. Sogar die Übersetzung bei Google ist dumm. Denn jeder, Bruder, ich habe in Amerika gelebt. Das Problem ist, Normie-Englisch heißt Pineapple. Aber wenn du richtig Englisch kannst, heißt es Ananas. Bro, geh mal in den Laden und sag, I want an Ananas. Jeder versteht dich. Jeder weiß, oh, er will einen Ananas. Kein Problem. Sag mal Pineapple, Bro. Keine Ahnung. Da gibt jemand einen Pineapple. Also ein Apple mit einem Pine. Weißt du, was ich meine? Da gibt jemand einen Apfel. Dann sag halt lieber Ananas. Bist auf der sicheren Seite, sag ich dir ehrlich. Wieder was gelernt. Dafür bin ich da. Dein Kevin. Einfach Hasen, die sich kloppen. Ja, ja, Allah. Wellach kommt in die Hölle. Jungs, ich spul zurück, ist nicht passiert. Wellach kommt in die Hölle, Bro. Wellach kommt in die Hölle. Dunja, ja Allah. Er drückt nochmal drauf. Ich distanziere mich von meinem Lachen. Haben wir? Jetzt kommt die Morgenroutine. Du Gesicht. Mein Vater nach dem Elternsprechtag. Ich nehme dir alles weg. Den Schlüssel zu deinem Haus. Die Bitch, die du liebst, den Mercedes, den du fährst. Ich nehme dir alles weg. Den Tür zu deinem Bruder. Ja, du hast recht. Das Leben ist nicht fair. Ey, ich bin mein Schiefvater original, Digga. Schlecht nur nach Hause gebracht, direkt. Ich nehm dir alles weg. Gameboy Color, Fernseh, Internet, Handy, alles. Vater, bring die Family und hab Beinschmerzen. Auch er auf Hochzeiten. Was ist das? BTF. Oh Mann. Heutzutage ist alles möglich. Du kannst dich auch als Hund fühlen. Du kannst dich als was auch immer fühlen. Ich fühle mich zum Beispiel sehr schlau. Rein realistisch gesehen muss ich aber auch selber zugeben, nicht immer. Bin ich ehrlich. Der hat eine Vorliebe. Es ist Bewerbung, gell? Ich fühle mich fett. Kennst du diesen einen, der sowas sagt? Was? Guck mal, so, es geht so um Männer, Frauen, Hunde. Und er so, ja, ich fühle mich fett. Ich fühle mich einfach nur fett. Ich hab von Anfang an von deinem Schmerz gewusst und denke fast jeden Tag an unseren ersten Kuss. Du bist für mich sowas wie meine Luft zum Leben, denn vor 20 Jahren hab ich dir einen Kuss gegeben. Richtig krass, Bruder. Meinen die das ernst? Das hab ich noch nie gesehen. Ja, was sagst du? Das ist gespielt. Sag dir eine Sache, gespielt. Bruder. Das wird alles ficken. Mitmachen. Denk mal an deinen Lieblingsfilm. So hast du Harry Potter. Und jetzt überleg mal. Findet Nemo. Gibt es in diesem Film mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen diese Frauen auch miteinander? Keine Ahnung. Sprechen die auch über was anderes als über einen Typen? Klappt nicht. Dann hat der Lieblingsfilm den Bechdel-Test leider nicht verstanden. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauz. Ich hab so Ärger. Also Bro, wenn ich an einen Film denken muss, wo sich Frauen, wo nur Frauen miteinander reden und nicht mit einem Typen, dann denke ich an Sex and the City. Und and the City. Das meine ich nicht sexistisch. Ist in meinen Augen der absolute Frauenfilm. Also holy sch**, war der langweilig. Lass sie fliegen! Fortnite! Sehen. Alles drum und ran, was ihr sehen wollt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Sarazar, meine Damen und Herren. Tschüss, mach's gut, bis morgen. Der Bruder war kurz auf einer kurdischen Hochzeit. We really about this life, like, we been doing this shit since five. Das geht schief. Go ahead. Sie denkt sich so, ja, okay, von 20 Leuten sind 17 entkommen. Die restlichen drei, die halte ich aber auf.
Okay, man sieht, der Kick geht noch weiter, die restlichen drei entkommen auch noch. Also sie hat dann die Tür zu und die machen die wieder auf. Manchester City Kniesnice. Oh. Wie der Typ auf ihren guckt. Bei Gott, Leute, es stimmt nicht. Also ich glaube, langsam werdet ihr echt ein bisschen paranoid. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, ich beweise es euch jetzt. Guckt, ihr seht, ich kann hier machen, was ich will. Es juckt einfach niemanden. Ich hab's euch doch gesagt, ich weiß nicht, immer noch nicht, warum ihr das denkt. So ganz ehrlich, es gibt auch Männer, die achten aufs Innere und nicht aufs Äußere. Wir was? Wir haben das Jahr 2020, Leute. Frauen werden nicht mehr als Objekt. Nein, ohne Ich, da stimme ich aber auch zu. Ich finde, Charakter, also bei einer Frau ist Charakter wirklich wichtiger als das Aussehen. Das meine ich wirklich ernst. Wenn ich lüge, dann soll ich jetzt anfangen zu lachen. Ich muss nur lachen, weil ihr alle Kappe reinschreibt. Ich muss nur lachen, weil ihr so seid. Warum seid ihr so? Ich bin nicht so. Ich muss jeden Tag aufpassen, dass ich mich nicht an euch anpasse. Nicht die Zuschauer suchen sich den Streamer. Der Streamer sucht sich die Zuschauer. Warte mal. Das ist beides schlecht. Streamer sich die Zuschauer sucht, dann heißt das ja, dass ich mir die ausgesucht habe. Dann bin ich so. Die Zuschauer den Streamer aussuchen, dann bin ich auch so. Bei beiden Versionen bin ich der Gefährte. Gut, wir schneiden das raus. Hey! Entschuldigung, eine Frage. Warte. Wieso schreist du? Bitte? Wieso schreist du? Nein, ich wollte doch nur fragen, wo Louis Vuitton ist. Was für Louis Vuitton? Du hast doch kein Geld dahin zu gehen. Ey, das habe ich bei TikTok gesehen. Das ist in Köln. Das ist im Giga-Center. Da bin ich damals auch hingegangen. Und ich dachte mir so, Burg, wie krass wäre das, wenn ich einfach live dabei gewesen wäre. Was passiert, wenn Automat nicht gönnt? Boah, Digga. Die Stühle sind auch richtig schwer, Alter. Holy sch... Wenn dein besoffener Onkel hilft, ne? Kurz Leute, die auf Busbahn hops nehmen. Nö, finde ich nicht lustig. Das erinnert mich an meine Jugend. Und in meiner Jugend sah das immer so aus. Der Busfahrer hat genau gesehen, dass ich wie ein Irrer angelaufen komme mit meinem Rucksack. Ich laufe wie ein Irrer und ich winke. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Und er fährt einfach los. Bruder, ich bin 5 Meter. 5 Meter bin ich beim Bus. Ich gucke in den vorderen Spiegel. Ich sehe ihn in seine Augen und er macht zu und fährt los. Dann stehst du da und denkst über dein Leben nach. Du denkst dir, was denken die Leute, die mich gerade alle beobachten? Der ganze Bus hat mich beobachtet. Alle haben gesehen, wie ich gelaufen bin. Und er ist trotzdem weitergefahren. Ekelhaft. Ekelhaft. Bro, bei mir war das damals so krass. Meine alte Heimat war so eine ganz lange Straße, die so ganz lang nach unten ging. Eine Riesenstraße. Und vor meinem Haus die erste Bushaltestelle, wenn ich die verpasst habe, dann bin ich die ganze Straße runtergelaufen, weil da war immer ein bisschen Stau gewesen und mehrere Ampeln. Hab bei jeder Ampel auf Dings gedrückt, auf dass ich rübergehen möchte als Fußgänger, um dann am Bahnhof noch einsteigen zu können. Ich habe es manchmal geschafft. Ich bin dann von oben an ganz runtergelaufen und bin noch eingestiegen. Und dachte mir so, du so. Ich werde dich im Bett zerstören. Warte ab. Auch er. Good, how are you? Good. What's your name? Emily. I'm Josh. Hi. Oh, so unangenehm. Can I kiss you? Sure. Wer hat das zusammengeschnitten? Das ist so schlecht. Das Wichtigste fehlt. Das Wichtigste fehlt! Can I kiss you? Can I kiss you? Jetzt pass auf. Is that all? I screwed up? Bro! Ich hab das gar nicht so schlimm in Erinnerung. Das ist ja grauenvoll. Der afrikanische Polizist nach meiner Urinprobe. Oh yeah, so good.
Seine Reaktion früher war Fortnite so chillig. Heute, wen man so einen Schuss kassiert, braucht man neuen Alter, wer hat das geschrieben? Vielleicht. Welcher LP-Typ, der immer zuguckt, hat das geschrieben? Hätte ich nicht schießen sollen, aber man muss ja mal probieren. War auch gar nicht mal so knapp. Oder Monte guckt in dem Moment so original wie ein Opa, der ein iPhone hat und was eintippen möchte. Bro, wer fühlt's? Original! Hat er gut gemacht, Digga. Er hat mir einen richtig schönen Babbelt gegeben. Ich hätte nicht schießen sollen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Schönes. Babbelt-Stream, lasst ein Like, Abo da, wenn euch gefallen hat. Denn der Kanal hat jetzt offiziell zum ersten Mal ohne Pushen dies, das 100.000 Abonnenten. Original. Haben wir es geschafft, Chat. Ich höre diesen Beat und ich weg, ich vermiss dich. Deine Augen, Baby, funkeln so wie das Blitzlicht. Ich frage mich, ob wir füreinander bestimmt sind. Greif wieder zum Glas, obwohl ich weiß, da ist Gift drin. Ich höre diesen Beat und ich weg, ich vermiss dich. Deine Augen, Baby, funkeln so wie das Blitzlicht. Ich frage mich, ob wir füreinander bestimmt sind. Greif wieder zum Glas, obwohl ich weiß, da ist Gift drin.